Und hallo und willkommen zurück zu Finding America, The Heartland oder das Kernland. Wir reisen eigentlich durch Amerika, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und hören uns hier ein paar Fun Facts an, wenn ich die denn finde. Fort im Michilimackinac? Nee. Michilimackinac. Okay, irgendwie so. Silhouettenmodus, okay. Wir müssen wieder Sachen finden. Okay, wir suchen Kerzen. Kerzen und Mondphasen. Da sind Mondphasen. So eine Kettensäge, die ist hier. Dann suchen wir. Das ist ein altes Fort, ne? Hier. Ein altes Armeefort. Ach krass. Das hier, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Das wird noch spaßig. Wir brauchen noch einen Wasserhahn. Die Kerzen sind da. Da ist der Traumfänger. Krabbe habe ich gesehen, ist da. Dann das Schild. Zählt nicht. Okay. Ich dachte, das wäre das Schild hier, aber es zählt da nicht. Eine Wolke. Wo ist denn der Hahn? Finde ich gar nicht. Das sind Lichterketten. Das sind einmal mit, ich habe keine Ahnung, Beeren. Kirschen, okay. Hier haben wir eine Katze. Nee, Katze ist es nicht, oder? Was ist das? Doch, ist eine Katze. Auch nicht schlecht. Schlüssel haben wir hier. Fun Fact. Although Michigan is known as the Wolverine State, there aren't actually any living Wolverines in the state. One was discovered in 2004, but it has since passed on. Obwohl Michigan bekannt ist als der Wolverine State, der weiß gar nicht. Der Wolfsstaat? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht genau. Leben dort eigentlich keine Wölfe in dem Staat. Einer wurde 2004 gefunden. Aber seitdem ist er gegangen oder so. Einer wurde entdeckt. 2004 entdeckt, ist dann aber weitergezogen oder so. Okay, wir suchen eine Leiter, die ist hier. Eine Dartscheibe vielleicht? Okay, Dartscheibe passt. Und das hier? Was könnte das sein? Das ist es ja nicht hier. Doch, es ist doch das Schild jetzt hier, okay. Da ist der Hahn. Und das hier ist... Ja, was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist einmal ein Kreis mit irgendwas hier. Was kann das sein? Da ist der Stern, den nehmen wir noch mit. Dann haben wir das freigeschaltet. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das einfach auch an der Form haben kann, andere Farben. Dann passt das schon. Das hier müssen wir finden. Irgendwas kreisrundes. Was kreisrundes? Ich finde das aber gerade nicht. Die Glühbirne ist es nicht, glaube ich. Kreisrund. Wo ist denn das? Bin mal ein bisschen ruhiger, wie man gerade merkt. Denn ich versuche mich gerade wieder zu konzentrieren, auch zu später Stunde noch irgendwie was hinzukriegen. Aber ich finde gerade diesen Kreis hier nicht. Der irritiert mich. Der müsste hier irgendwo dran sein, an der Wand oder so. Oder hier oben. Weil der so geformt ist, als wenn der hier dran hängen würde. Aber ich sehe hier nichts. Irgendwo im Mond oder so da oben? Nee, auch nicht. Hier was Rundes. Das passt nicht, das passt hier auch nicht. Das hat nämlich hier noch in die Dinger. Was Rundes. Nee, sehe ich gerade nicht. Oh, okay. Da. Da habe ich überhaupt nicht geguckt. Ich muss mir da wieder angewöhnen, hier in die Ecken zu gucken. Okay. Did you know? Collect 10 pieces of trivia. Wusstest du schon? Sammel 10 Stücke von Trivia hier. Boah, wer ist das?
Weiß ich jetzt nicht genau, kann ich jetzt gerade nicht übersetzen. Standard oder so. Standardmode find all listing objects. Der Standard Wimmelbild Ding ist okay. Bottle Cap. Eine Kappe für die Flasche. Da. Flaschen. Ja, okay. Kronkorken. Knife haben wir hier. Messer, das ist gute alte Schweizer Messer. Shovel. Hier ist noch was, was leuchtet. Ein Plug. Okay. Ein Stecker. Wo ist denn hier ein Stecker? Da ist ein Stecker. Ein Spring ist eine Feder. Haben wir hier. Okay, eine Schaufel brauchen wir. Bagger hilft da nicht weiter. Da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir noch mit. Nebraska is nicknamed the Tree Planters State due to the fact that Arbor Day, a national tree planting holiday, originated there. Nebraskas Spitzname ist der Baumpflanzerstaat. Wegen dem Fakt, dass des Arbor Days, des weiß ich jetzt gar nicht, wie übersetzt man das denn? Weiß ich gar nicht. Der Arbor Day, ein nationaler Baumpflanz-Feiertag, der von dort original herkommt. So grob würde ich das jetzt mal übersetzen. Ist nicht perfekt, aber ich glaube, man bekommt einen Eindruck, was damit gemeint ist. Feed Mouth with Cheese. Hier ist Cheese, das ist Cheese. Darf ich nicht. Da ist Käse. Fütter die Maus, dann müssen wir so machen. Throwaway crumpled paper. Sag nur das Papier wegschmeißen. Wo ist denn crumpled paper? Da ist noch der Stern. Okay, Neobra haben wir jetzt freigestellt für ein Foto-Dingens. Return Build Wallet. Die Geldnote zum Portemonnaie wieder zurückpacken. Mein Vater hat auch einen Dollar in seinem Portemonnaie. Ich weiß gar nicht warum. Three bunches of grapes. Dreimal Trauben. Da sind Trauben, da sind Trauben. Wo sind die dritten Trauben? Da sind sie runtergegangen. Wrath. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Lemon. Eine Shovel. Shovel sehe ich hier gerade gar nicht. Zitrone müssen wir noch finden. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Zitrone ist das. Hangglider. Hangglider ist ein Fallschirm, oder? Ja, nicht Fallschirm, sondern Gleitschirm. Shovel. Ich finde die Shovel gerade überhaupt nicht. Ist das eine Shovel? Nee. Was ist das hier? Keine Ahnung. Da ist die Shovel, der Spaten. Throwaway crumpled paper. Wo ist denn das? Zerknittertes Papier hier. Das kommt im Mülleimer. Wrath brauchen wir noch. Und Heron. Was ist denn Heron? Ich weiß nicht, was ein Heron ist. Das wird jetzt interessant. Was haben wir denn? Was könnte das sein? Ein Tier? Ein Tier. Heron ist ein Storch. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Wrath. Ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Eine Gardingens. Ich klicke aber wieder alles an, weil ich keine Ahnung, was es ist. Das ist das hier. Ein Kranz, okay. Eine Art Kranz. Okay, der Cheese-Stopp. Dann gucken wir da mal rein. Pairs-Mode. Find Objects in Pairs. Das ist auch mal angenehm. Okay, dann schlüsseln wir erstmal mit. Gibt natürlich keine großen Bonis, aber okay. Wisconsin ist by far America's leading Ginseng producer. The state produces over 90% of America's cultivated Ginseng. Okay. Wisconsin ist mit Abstand Amerikas führender Ginseng Produzent. Der Staat produziert über 90% der kultivierten Ginseng aus Amerika. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay, wir müssen jetzt Paare finden. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was für Paare wir suchen. Eine Taube haben wir hier.
Fächer nicht. Das Schild haben wir hier. Ein Schild brauchen wir. Wo ist das andere Schild? Eine Kamera oder Kamera? Okay, das geht auch. Da ist noch ein Stern. Hier auf Unlocked Cheese Shop, okay. Käseshop. So, dann haben wir, was haben wir denn noch? Ein Fuß. Und ein Fuß, okay. Exit, hier sind noch zwei Lampen, die zählen nicht. Da ist eine Uhr. Rätsel, Herz. Ein Herz. Wo finde ich denn ein Herz? Ein Herz. Sehe ich gerade nicht mehr mal gerade aus. B habe ich hier und ein B war hier irgendwo, ne? Da. Da ist ein Schlüssel? Nein, das ist irgendwas anderes. Okay, ein Exit-Schild zählt auch nicht. Okay, wie viel brauchen wir noch? Die Hälfte haben wir gefunden. Eine Ente? Brauchen wir auch nicht. Hier ist eine Krone. Krone. Mülleimer? Brauchen wir auch nicht. Hamburger. Eine Eichel brauchen wir mit der hier. Der Mond? Mit dem Mond? Der Käsemond sozusagen. Okay, was haben wir denn noch alles hier? Eine Herzschachtel mit dem Herzding, alles klar. Haben wir alles gefunden, wow. Nice, hat sogar ganz gut geklappt. Sightseeing, unlock 10 scenes for unlimited mode. Okay, wir haben 10 Dinge für den, Szenen für den unlimited mode freigeschaltet. Dann gehen wir zum Missouri Riverboat. Zum, Flussboot wieder, zur Fähre. Würde ich jetzt Pusher boppen. Ein Hund brauchen wir, einen Dog haben wir hier, ein K haben wir hier oben wieder. Schuhe liegen da oben. Headphones, Kopfhörer haben wir hier. Zwei Wheels, zwei Reifen, hier ist ein Reifen, da ist ein Reifen. Ein Bottle, eine Flasche haben wir hier. Towel, Handtücher haben wir hier. Fasten the Screw, wir müssen die Schraube wieder anziehen. Ich frage jetzt mit was, da mit Schraubenmacher, okay. Machen wir das, Solarpanel ist da oben. Hot Air Balloon, hier, Heißluftballon ist da. Fire Alarm, die Glocke ist. Ne, dann keine Glocke, okay, das ist tatsächlich der Hebel. Throw the Dart, wo ist denn der Dart? Da ist der Dart und da ist die Dartscheibe, okay. Balloons, Ballons. Ballons sehe ich jetzt gerade nicht, hier muss ich zugeben. Den Stern können wir noch mitnehmen. Unlock the Serial Robot, okay. Put Fish in Bucket. Hier, Fish in den Bucket, okay. Balloons brauchen wir noch. Ballons sind da oben. Okay. Das lief gerade ganz gut. Ich habe kein Funfact geguckt jetzt. Nein, Minigame. Los geht's. Arrange items based on its similarities. Oh. Die sind grün erstmal. Grün, grün. Das ist auch grün. Gelb machen wir hier hin. Ich sortiere das erstmal grob. Und dann gucken wir gleich mal, ob davon was wird. Bist du gelb? Ich hoffe mal, du bist gelb. Rot ist hier. Hier und hier. Okay, das ist schwarz. Das ist da. So, und jetzt müssen wir die sortieren. Angelhaken gehören nach unten. Frage ist, welcher Haken nach unten? Das sind eindeutige Haken hier, ne? Eigentlich. Mehrfachhaken. Mehrfachhaken sind die hier. Das passt. Das passt auch. Ne, den kann ich nicht wechseln. Wieso nicht? Ach, der hat unten drunter Haken. Okay, das zählt dann nicht. Was ist das denn? Doppelhaken. Können die vielleicht nach unten dann? Kann das sein? Ja, kann ich nicht mehr wechseln. Okay, das ist korrekt. Den kann ich nicht wechseln, also das ist ein Doppelhaken. Das ist ein Doppelhaken, okay. Doppelhaken, Doppelhaken, alles klar. Hier haben wir einen großen Haken. Okay. Und jetzt haben wir hier eigentlich Fächerdingens.
Ich kann überlegen. Das passt jetzt nicht ganz, ne? Okay, so rum ist richtig rum, alles klar. Haben wir hingekriegt. You have unlocked fishing lures for photo journal, okay. Fürs Fotoalbum. Kapitel 7. Da kommen noch ein paar Episoden zusammen, muss ich mal gucken. Wenn ich das so langsam hinkriege, dann dauert das ein bisschen länger. No vowel mode. Find object with missing vowels. Vokal mode wieder. Was haben wir denn hier? Yen. Caterpillar, Tausendfüßler ist das, glaube ich, ne? Oder Raupe? Ne, Raupe ist das. Cat, Katze, da. Leaf, ein Blatt. Was ist das andere hier? Wonder, ein Wunder. Frage ist, was Wunder? Wunder, Wunder. Das ist Garland, okay. Wonder, was ist denn Wonder hier in dem Fall? Ne, ein Winder. Winder? Ich bin mir nicht sicher. Ein Aufziehschlüssel, okay. Ein Fisch brauchen wir. Bellows. Das ist der Blasebalg, okay. Eine Wrench ist der Schraubenschlüssel, okay. Ein Anvil ist ein Amboss, okay, haben wir hier. Windmill. Ist die Windmühle? Wo haben wir denn eine Mühle? Da hinten. Smiley ist eindeutig ein Smiley. Wo ist der denn? Sehe ich gerade nicht. Da ist der Schlüssel. Kentucky has a very strong association with Bourbon. In addition to Bourbon County being one of the claimants to the name's origin, there are also approximately 2 Bourbon barrels per person living in Kentucky. Wow, okay. Kentucky ist eines der... der stark assoziierten, nee, wird stark assoziiert mit Bourbon im Vergleich zu Bourbon County als eines der wie heißt es, der Claimants, der wie heißt es, der Namens wie soll ich sagen, den der Name eigentlich original gehört, hier einer der, ja, einer Besitzer, ich habe keine Ahnung, wie man das so umschreiben kann. There are also approximately 2 bourbon barrels per person living in Kentucky. Außerdem wie soll ich sagen, wird vermutet. Approximately? Wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich auch ein meist benutztes Wort, approximately, aber habe ich vergessen. Gehen 2 Bourbon-Fässer auf eine Person, die in Kentucky lebt. Ich glaube, so kann man das grob übersetzen. Uff. Da bin ich aber echt eingerostet, alte Schwede. Number Plate. Nummernschild. Wo ist denn hier ein Nummernschild? Smiley haben wir hier. Erst ein Stern, den müssen wir jetzt mal mitnehmen. Kentucky Stable haben wir freigeschaltet. Okay, da ist ein Fässchen. Birdhouse, hier Vogelhaus, aber hier. Rope haben wir hier, ein Seil. Number Plate. Wo ist denn der Number Plate? Nummernschild. Ist das ein Nummernschild? Nein, das ist kein Nummernschild. Da ist ein Nummernschild. Okay. Naja, mehr oder weniger. Speedbonus ist halt immer eine Katastrophe, ne? Aber. Was soll man da machen? Sunflower Farmhouse. Gucken wir mal. Imagine Image Mode. Find Object based on its image. Okay, dann haben wir hier. Die, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Weiß ich gar nicht. Das ist der Aufbau. Da haben wir noch hier das Wein. Der Weinkrug? Ich habe keine Ahnung. Das war eine Karaffe, ne? Schlüssel nehmen wir noch mit, bevor wir den vergessen. Kansas is famous as the homestead of Dorothy from The Wizard of Oz. Fans of the famous book can visit a life-size replica of Dorothy, Dorothy's house in Liberal, Kansas. Kansas ist bekannt als der Heimstaat von Dorothy,
aus Der Zauberer von Oz. Fans des bekannten Buches können eine lebensgroße Replik von Dorothy's Haus in, ich weiß gar nicht, Liberal Central, Kansas finden oder so? Ich habe keine Ahnung. Liberal. Inmitten Kansas finden. Irgendwie so. Ich bin mir nicht sicher. Das ist wieder sehr wurschtelig besetzt. Es tut mir leid. Die Sonne haben wir hier. Die Biene. Wo ist denn die Biene? Biene ist hier. Fußball ist da. Das ist eine Zucchini. Da bin ich nicht ganz so der Fan von. Aber nehmen wir mit. Da ist der Stift. Eine Schnecke. Schnecke, Schnecke, Schnecke. Finde ich gerade nicht. Oh, Gitarre ist hier. Gehstock ist da. Da ist das Kleeblatt. Okay, da brauchen wir noch einen Schmetterling. Hatte ich vorhin gesehen, hier. Lolli sehe ich jetzt allerdings gerade nicht. Warum? Weiß ich nicht. Da ist der Lolli. Der klebt hier auf der Blume. Und jetzt muss ich die Schnecke noch finden unbedingt. Dann ist die Sache nämlich geritzt. Wo ist denn die Schnecke? Die Schnecke wieder nicht. Haben wir noch irgendwo einen Stern rumfliegen vielleicht? Dass ich den auch noch mitnehme. Da ist die Schnecke. Ich sehe aber auch gerade keinen Stern hier, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, nehmen wir mit. Okay. Stern haben wir nicht gefunden, tatsächlich. Wow. Butcher Shop. Dann gehen wir mal in den Fleischerladen. Spray Bottle. Okay, hier gehen wir erstmal drauf. Beetle. Nein, nicht da rausgehen. Beetle ist hier. Asterisk. Was ist denn Asterisk? Puh, weiß ich jetzt nicht. Asterisk. Fragezeichen. Cuttermesser. Asterisk ist eine. Ist auch ein Stern oder was? Ich habe keine Ahnung. 3 Origami. 3 Origami brauchen wir. Da ist ein Origami. Jetzt sehe ich gerade keinen mehr. Okay, dann gucken wir mal einen Stern. Wo haben wir hier noch? Den können wir noch mitnehmen. Da haben wir die Schlüssel. The state of Kansas has a reputation of being flatter than pancake. However, Kansas is actually one of the 7th flattest state, with the flattest being Florida. Der Staat von Kansas hat die Reputation. Boah, wie heißt denn das jetzt im Deutschen? Ich weiß jetzt aber, ist bekannt für dafür, dass es flacher als ein Pancake ist. Wie auch immer, Kansas ist aktuell in Wirklichkeit, nee, doch in Wirklichkeit nur der 7. flachste Staat. Mit dem flachsten Staat, als der Florida ist. Okay. Irgendwie so. Pineapple ist die Ananas. Wo ist denn die Ananas? Die sehe ich auch gerade nicht. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Wine Bottle, eine Weinflasche. Hier. Dollarsign. Dollarzeichen. Ist hier. Bananas, Bananen. Da fallen mir die Minions gerade wieder ein. Banana. Spraybottle, eine Sprühflasche. Meat Tenderizer, ein Fleischwolf hier. Nicht? Ist das nicht ein Tenderizer? Ich habe keine Ahnung. Okay, das passt nicht. Ich hätte gesagt Fleischwolf. Meat Tenderizer. Ich habe keine Ahnung, was ist das denn hier? Unbekannt. Knife ist hier, ein Messer. Offer Cheese to Mouse. Jetzt müssen wir den Maus finden. Nee, diesmal müssen wir den Käse mitnehmen. Wo ist die Maus? Wo versteckt sich die Maus? Oh, die finde ich in dem ganzen Chaos jetzt gerade nicht. Wow. Okay. Banana Spray Bottle, Pineapple.
Das sind aber also alles Sachen, die ich nochmal so finden müsste eigentlich. Und ich sehe gerade gar nichts. Was haben wir denn sonst noch? Bring Sunflower to Vase. Da ist die Vase. Die Sonnenblume. Meat Tenderizer. Ach hier, das ist hier ein Hammer. Zum Klopfen. Zum Fleisch vielleicht klopfen. Okay. Sunflower. Hier. Okay. Origami. Banana. Bananas. Wo sind denn die Bananen? Da sind die Bananen. Spraybottle, die Sprühflasche. Ist das ein Spraybottle? Nein. Das ist ein Ding, ganz normal. Ventilator. Sprühflasche. Die sehe ich jetzt aber gerade echt nicht, muss ich zugeben. Wow. Die Maus muss ich eigentlich auch finden. Sprühflasche. Die Käse kriegt den Maus. Da unten ist die Maus. Okay, weiter unten. Pineapple ist hier. Oh, die Ananas ist da ganz schön gut versteckt. Spraybottle. Und zwei Origami fehlen mir immer noch. Zwei Origami. Da ist ein Origami. Und ein Origami fehlt mir noch. Das ist eine Muschel. Das hier weiß ich nicht genau, was das ist, ja. Finde ich gerade nicht. Ein Spraybottle, eine Sprühflasche brauche ich auch noch. Ich habe bisher noch keine Sprühflasche gefunden hier. Das haut mich ein bisschen aus den Socken. Wo soll denn hier eine Sprühflasche sein? Aufgezeichnet oder so? Nee. Ich bin gerade wieder ein bisschen ruhiger. Versuche mich gerade wieder ein bisschen zu konzentrieren. Das hier, ich frage mich, was das ist hier. Ich habe keine Ahnung. Spraybottle und Origami. Das ist jetzt blöd. Das sind zwei Sachen, die mir noch fehlen. Origami. Das zählt auch nicht, ne? Nee. Ich habe schon ein bisschen was gefunden, aber jetzt fehlt mir noch ein Teil. Das sind so zwei Teile. Hier ist nur ein Puzzleteil. Das zählt auch nicht. Origami muss ja das Gefaltete sein. Aber ich sehe es gerade nicht. Das andere ist die Spraybottle. Wo ist denn die Sprühflasche? Die finde ich auch überhaupt nicht hier. Das kann doch nicht wahr sein. Finde ich nicht. Sprühflasche. Nee, sehe ich gar nicht. Da ist die Sprühflasche. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wo ist das letzte Origami-Teil? Das ist es nicht. Sieht auch ziemlich abgefahren aus, aber das ist es nicht. Tja. Das ist das letzte Teil. Hier muss ich echt noch einen Hint nehmen. Ich wahrscheinlich schon, ne? Es ist schon jetzt zu spät. Und ja. Okay, wir nehmen den Hint. Ich sehe es nämlich nicht. Okay, den hätte ich nicht gesehen. Der wäre mir nicht aufgefallen. Der hätte ich ewig gesucht. Aber wir haben beide Dinger gefunden. Geht schon. Das Minigame machen wir jetzt gerade noch schnell fertig. Sorting. Click the objects two at a time to match pairs. Okay. Das ist ganz cool. Das ist eigentlich ziemlich nice. Hier, das sind Bahntickets. Ne, Bahntickets nicht hier. Wetttickets. Cool. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich zugeben. Das Grand Final, okay. Das war's. You have unlocked Horse Racing Tickets for a Photo Journal, okay.
sind wir Kapitel 8. Wir haben es jetzt bis Kapitel 8 geschafft in 3 Episoden. Es geht so. Wenn wir es bis Kapitel 9 geschafft hätten, wären wir ein bisschen effizienter. Am Anfang ging es ziemlich schnell, das war aber auch wegen der Einführung wahrscheinlich ziemlich kurz gehalten. Und jetzt dauert es halt ein bisschen länger. Mal gucken. Wobei, das hat jetzt wieder nur 3 Dinger hier. Das könnte vielleicht ein bisschen schneller werden. Mal gucken. Ich mache hier an der Stelle erstmal Stopp. Die erste Aufnahmesession ist jetzt damit rum. Ist auch schon wieder verdammt spät jetzt hier. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein bisschen Schlaf. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Es ist leider keine Story. Es sind wirklich nur Möbel, Spiele, also die Elemente sozusagen aus Faircrofts Antiques und First-Time-Stories sozusagen, die wir hier sozusagen zusammengeführt haben. Und es ist halt noch in Englisch. Es wurde halt nicht übersetzt. Wahrscheinlich, weil es sich nicht unbedingt lohnt oder so, denke ich mal. Aber ich finde es ziemlich interessant, ein paar Fun-Facts hier mitzubekommen aus Amerika, die man vielleicht hier und da vielleicht noch nicht kannte oder vielleicht vermutet hat. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, bis 54. Das dauert noch einen Moment. Ja, wir gucken mal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.